paritätischer Sozialverband warnt vor Klagewelle beim Bürgergeld. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, seit kurzem wissen wir es ja, Hubertus Heil von der SPD hat in einem Gesetzesentwurf zum zweiten Haushaltssanierungsgesetz hier verschärfte Sanktionen beim Bürgergeld mit in das Gesetz reingeschrieben. Er will schlicht und ergreifend Geld sparen, und zwar auf den Rücken von vielen Millionen Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern. So ist zumindest mein Eindruck. Wenn man sich den Gesetzesentwurf mal durchliest, dann kommt man ganz schnell auf die Idee und fragt sich, woher hat denn eigentlich der Hubertus Heil seine ganzen Zahlenwerke, die dem da zugrunde liegen, was er da einsparen will. Aber jetzt kommt der Paritätische Sozialverband Deutschlands und sagt, und appelliert an alle Abgeordneten der Ampelfraktion im Deutschen Bundestag, bitte führt die Verschärfung der Sanktionen nicht ein. Zieht das wieder zurück. Es wird hier mit einer Klagewelle gewarnt, wenn das hier durchgezogen wird. Und zwar sagt der Paritätische Verband, dass die Sanktionsmaßnahmen unverhältnismäßig und möglicherweise auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht von 2019 verfassungswidrig sein. Der Verband betont, dass die Streichung existenzsichernder Regelleistungen Menschen, die auf eine individuelle und Beratung und Hilfe angewiesen sind, in eine schwierige Lebenssituation treiben würden. Naja, lieber paritätischer Bundesverband oder Sozialverband, die Leute sind doch schon in einer schwierigen Lebenssituation und dann wird es ja noch viel schlimmer. Ja, also ich betone noch viel schlimmer. Und was ich da so gelesen habe auf der Internetseite von Gegen Harz, auch eine gute Internetseite, kann man vieles nachlesen dort. Da kann es sogar sein, dass die Sanktionen bis zu 8 Monate im Jahr durchgezogen werden können und man hier die Frage sich stellen muss, unter welchen Voraussetzungen eigentlich eine solche Sanktion beginnt. Und ob gegebenenfalls sogar nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Vollsanktionierung erst dann möglich sein kann, wenn man vorher erst einmal gemahnt hat und eine geringere Sanktion ausgesprochen hat, also so stufenweise sozusagen nach oben geht. Weil das, meine Damen und Herren, lässt aus meiner Sicht das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2019, die ja selber sagen, ja, eine Vollsanktionierung ist möglich, im Übrigen im Wortlaut der Begründung völlig offen. Ja, also wir wissen gar nicht, ob eine sofortige Vollsanktionierung, wenn jemand eine Arbeit, die Arbeitsaufnahme verweigert, dann sofort möglich ist oder ob man da auch erstmal stufenweise reingehen muss. Ja, also da ist vieles noch völlig unklar und deshalb kann ich mich also der Forderung des Paritätischen Verbandes nur anschließen und sagen, Leute, beschließt das Gesetz so nicht. Das sind auch schlimme Dinge, die da den Ärmsten der Armen in Deutschland angedroht werden. Ja, Märchen, Zahlen wie aus dem Märchenland, die Kalkulation zu dem möglichen Einsparpotenzial durch die geplanten Maßnahmen hält der Paritätische für völlig unrealistisch. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, stellt klar, 170 Millionen Euro sollen im Jahr gespart werden. Dies würde rund 150.000 Leistungsbeziehende aus dem Bürgergeld entsprechen, gegen die Sanktionen ausgesprochen werden müssten. So viele Verweigerer, die willentlich einen Job nicht annehmen wollen, gibt es nicht. Hubertus Heil selbst spricht ja auch nur von ein paar Tausend, die die Sanktionen treffen sollen, die sozusagen den Jobcentern das Leben schwer machen. Ja? Und der Paritätische sagt, es wäre doch viel besser, die Leute zu fördern, statt Angst zu machen. Der Paritätische Verband fordert hier oder plädiert für pragmatische Maßnahmen zur Unterstützung von Bürgergeldempfängern, die eine Arbeit suchen und vermittelt bekommen sollen. Stattdessen setzt die Politik, wie immer, ja, wir haben es ja in der Hartz-IV-Gesetzgebung 2004 auch gesehen, auf Drohungen, auf Strafen, die Nöte der Menschen noch verschärfen werden. Also ich bin der Meinung, das Bild der sogenannten sozialen Hängematte für Bürgergeldempfänger, die sich ausruhen, die sozusagen diesen hier machen und uns einen Finger zeigen, schwarz arbeiten gehen und sich ins Fäustchen lachen über die Dummheit, dass wir arbeiten gehen, ist aus meiner Sicht ein Trugbild und entspricht nicht der tatsächlichen Situation, wie wir sie auch als Sozialanwälte fast täglich erleben. Wer Bürgergeld empfängt,
ist oft in einer schlimmen Notsituation, sei es durch Krankheit, sei es durch Scheidung, sei es durch Verlust des Arbeitsplatzes und vieles andere mehr. Viele von Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern sind auch psychisch erkrankt, sind zum Teil auch körperlich erkrankt und oft in einer Situation, in der sie sich sozusagen praktisch selber nicht mehr ihrer Lebenssituation erwehren können. Ja, das Bundesverfassungsgericht im Übrigen setzt sehr, sehr hohe Hürden für Sanktionen. Ich sage, die Abgeordneten des Bundestages sollten gewarnt sein. Es wird, wenn dieses Gesetz durch den Bundestag kommt, mit Sicherheit, ganz einer Wahrscheinlichkeit, eine Flut von Widerspruchs- und Klageverfahren geben. Das wird wiederum die Jobcenter massiv belasten. Das wird auch die Staatskasse belasten. Und ich bin mir ganz sicher, dass der ein oder andere Anwalt, spezialisierte Anwaltskanzleien jetzt schon die Messer wetzen und nur auf diesen Gesetzesbeschluss warten und dann gegen die ersten Sanktionsbescheide losgehen. Ich bin mir auch ganz sicher, dass die ganze Geschichte letzten Endes wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen wird. Was dann passieren kann, wenn dann dieses neue Gesetz auch wiederum verfassungswidrig sein sollte, das wäre eine Klatsche für Herrn Hubertus Heil. Und lieber Herr Heil, ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, ersparen Sie sich möglicherweise auch hier eine weitere Niederlage. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.